Was geht, meine Damen und Herren? Nee, ich will nicht aufhören. Ja, natürlich will ich weitermachen, mein Freund. Was geht? Willkommen zur Mario Party, der Top 100. Wir sind jetzt bei Welt 4.1 oder Welt 4. Er hat gesagt sogar, Welt 4 ist eine schwebende Insel. Ja, ist das wirklich, Toad? Hier fängt es schon an mit so einer Münzbox. Und ich krieg schon mal 30 Stück direkt. Ballonjagd. Ich glaube, das war auch beim 9er Teil. Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne das Spiel nämlich nicht. Ach, System nach. Oh mein Gott. Nee. Ist das zum Kotzen? Ach, ich muss hier Ballons kriegen. Welche darf ich denn bekommen? Alle? Achso, ich darf alle bekommen. Ah, okay, wenn du einmal gegen so eine Kugel kommst, dann verlierst du ja alles, glaube ich, oder was? Na gut, dann bin ich hier lieber Dev. Spiele ich hier lieber Dev, meine Damen und Herren, tut mir leid. Warum sollte ich dann so richtig tryharden? Tut mir leid, dann bleibe ich ja lieber hier außen. Hier kann mir, glaube ich, echt nichts passieren, oder? Ich hoffe es zumindest. Ich habe 14, 15 Ballons. 18. Ich muss einfach nur aufpassen. Am Ende darf ich nicht gegen einen Ballon, oder gesagt, gegen eine Kugel gestoßen werden. Ich muss einfach nur aufpassen auf mich. Fuck. Das kann halt jederzeit passieren, ne? Okay, wobei, ich kann es nicht. Okay, danke schön. Ich habe 26, also das reicht auf jeden Fall, denke ich mal. Um zu gewinnen. Das reicht komplett. Ballonjagd geschafft. Aber das ist echt kein krasses Spiel, ne? Wenn man mit Freunden so sieht, kannst du in der letzten Sekunde trotzdem einen Ballon verlieren, obwohl du 300, du hättest 30 Ballons und könntest dann trotzdem in der letzten Sekunde dann verlieren, weil du halt, ihr wisst schon was. Halt, ja, gestoßen wirst, ne? Und das Dreisprung kenne ich noch bei Mario Party 5. Geiles Spiel. Da muss man, glaube ich, spammen. Ah, einfach spammen. Ne, ah, okay. Lege drei Springer eine möglichst weite Strecke zurück. Genau, ich muss dann einmal A spammen und dann B spammen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das gut war. Ich habe ein bisschen Kacke noch gespielt, eigentlich. Wenn ich ehrlich bin. Aber gut, die sind nicht besser. Ich habe ein bisschen Kacke gespammt. Na gut, die schaffen nicht mehr, dann ist das eigentlich okay. Ich hab am Anfang noch relativ kacke das A gespammt. Und das B habe ich danach auch nicht so gut gespammt. Leider. Aber es sieht bei denen eigentlich nicht besser aus. Oh, wir haben's, meine Damen und Herren. Neuer Rekord! Ich hätte es aber locker besser machen können. Ich hätte, glaube ich, hier schon mal 50 oder so geschafft. Da bin ich mir 100% sicher, dass ich da 100 nicht. Ich meine 50 geschafft habe. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich an 50, glaube ich. Ich glaube, es waren 50. Ich weiß es halt nicht mehr. Aber 39 waren safe nicht. Also es waren definitiv mehr als das. Glücksgolf. Das war auch ein cooles Spiel eigentlich. Mario Party 3. Also es ging. Ja, also ich mochte es jetzt nicht unbedingt, aber man muss hier einfach sagen. Ich weiß halt nicht mehr, wie ungefähr das ging. Müssen wir erstmal gucken. Man muss halt so nah wie möglich. Alter! Als ob. Okay, jetzt muss ich muss das leider hier reinmachen. Ich muss den Ball reinmachen. Scheiße, ich bin leider Zweiter. Rosalina ist echt sehr, sehr nah dran. Das ist echt scheiße. Was willst du da machen? Aber ich bin zum Glück nicht Letzter. Von dem her... Ja, Rosalina hat echt krass gemacht. Hat es richtig krass gemacht. Aber ich bin der Zweiter geworden, deswegen kriege ich ja 2 Sterne.
Aber... Ich will aber 3, wisst ihr? Deswegen muss man das jetzt nochmal spielen. Ja, Golf ist halt überhaupt nicht mein Ding eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Geil, hier gibt's wieder... Ist das hier, Ah, guck mal, die ist auch sehr stark wahrscheinlich. Also Daisy ist gerade hier sehr stark. Sind das jetzt hier nur Sportarten oder so? Ich glaube, bis jetzt waren es nur Sportarten, oder? Kann das sein? Ne, wobei Ballonjagd war jetzt keine Sportart. So, ich weiß halt nicht, wie der Wind hier ist. Deswegen guck mal. Ein bisschen niedriger, Mann. Ich hoffe, wir... Okay, das geht. 0,58, das geht, voll klar. Daisy ist... Die ist sehr, sehr stark. Die ist einfach sehr, sehr stark. Die war normal, glaube ich. Das ist komplett schlecht. Daisy darf nicht näher als uns sein. Wenn die jetzt auch noch reinmacht, dann ist das aus. Als ob! Was sind das für Leute, Mann? Wie willst du denn da gewinnen? Wie die spielen, Alter. Tut mir leid. So krass. Ich bin kein krasser Golfspieler. Ja, tut mir leid. Was ist denn das? Da gewinne ich ja nie. Aber guck mal, da kriegt man, wir kriegen ja trotzdem Münzen. Solange wir nicht Letzter werden, kriegt man hier Münzen. Aber ich will ja hier 3 Sterne. Gut, jetzt sind die alle normal, glaube ich, ne? Also sehr stark ist echt schwierig. Da gegen so einen sehr starken Computer hier zu gewinnen, das ist echt schwierig. Also das muss man einfach zugeben. Wir sind als Drittes dran. Wir gucken jetzt den mal zu. Und dann sehen wir ungefähr die Windstärke an. Hat er es übertrieben jetzt? Ist das ein Trottel? Na gut, wir können nicht mehr... Ich glaube, wir können nicht mehr Letzter werden, oder? So. Ich mache jetzt einfach 1. Ich hoffe, das ist okay. Ja, ist okay. Ist es okay. 0,48 ist voll okay, Mann. Solange, wenn der verkackt, dann ist das sehr, sehr gut. Als ob! Was ist denn das? Das Spiel gönnt mir aber auch echt gar nichts heute schon wieder. Ist das ein Witz? Es tut mir leid. Was ist denn das für ein Witz? Als ob der Typ was macht. Das war das einzige Mögliche, was er machen konnte. Mann. Was will ich da machen? Gut, ich bin als Viertes dran. Ja gut, hier kann ich ja noch... Kann ich ja selber noch einschätzen, was ich dann machen muss. Um halt zu gewinnen. Ich glaube, die verkackt das. Als ob, ist der Wind so krass? Ist der Wind wirklich so krass? Wo sieht man das überhaupt? Woran sieht man, dass der Wind so krass ist? Ja, der macht locker ein Ass jetzt. Dieses Arschgesicht. Ja, doch nicht. Okay, ich könnte hier wirklich gewinnen. Ich weiß halt nicht, wie der Wind ist. Ich glaube, die haben so reingehauen, oder? Ich weiß es halt nicht. Fuck! Ich bin nicht... Oh Mann, was ist denn das? Ich hasse Golf, Alter. Meine Fresse, ist das zum Kotzen. Warum? Warum muss ich dieses Dreckspiel spielen? Kann ich nicht was anderes spielen? Ich hab hier nur 2 Sterne. Ja, Wario ist jetzt auch sehr stark. Ist klar. Ich hab gegen Normale schon keine Chance. Wie soll ich dann gegen Wario eine Chance haben? Ja, und jetzt fange ich auch noch an. Ich weiß super. Ich kann den Wind hier super einschätzen. Ich kann den hier absolut null einschätzen. Tut mir leid. So, ich hoffe mal, dass es einfach richtig ist.
Ich habe keine Ahnung, tut mir leid. Ja, das ist scheiße, das ist schlecht. Das ist einfach nur scheiße. Das ist einfach nur schlecht. Wario macht jetzt bestimmt Mass oder sowas, keine Ahnung. Er zaubert irgendwas aus seinem Arsch heraus. Und kriegt das halt easy hin. Ja! Lächerlich. Kannst du vergessen. Hä? Okay, der hat's verkackt. Okay. Ja, Wario ist jetzt dran. Und der macht bestimmt jetzt ein Ass, der Arschgesicht. Ja! Ach, der ist natürlich ein bisschen näher. Ey, ist das zum Kotzen. Ich hasse Golf, Alter. Ich hasse Golf, Alter. Ich könnte kotzen bei Golf. Mann, Minigolf ist ja was anderes, aber Golf einfach nur, Golf ist einfach nur zum Kotzen. Bei Baseball werde ich euch so dominieren, aber bei Golf doch nicht. Mann, Golf ist scheiße. Das ist echt ein Scheißspiel. Einfach Schrott. Ja, ich habe keine Ahnung vom Golf, Mann. Ich werde es auch verkacken. Okay, das ist auf jeden Fall verkackt. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. So, ich gucke jetzt mal, ob das richtig ist. Ich hoffe es mal. Natürlich, jetzt geht er auf einmal geradeaus, oder was? Lächerlich. Als ob da kein Wind mit einberechnet ist. Hurensohn. Ja, schon verkackt, Alter. Schon. Es ist so scheiße, das Spiel. Es ist doch zum Kotzen. Na, ich bin wenigstens nicht letzter, aber trotzdem. Ja, natürlich. Wieder mal zwischen mir und einem anderen. Ey, dieses Spiel, Mann. Ey, da kann man doch einfach nur ragen, ey. Ohne Witz. Was ist denn das für ein scheiß Drecksgame? Ach, ich hasse Golf. Ich könnte deine Oma einfach nur, ne, was weiß ich, ja, sehr stark. Das ist auch auf jeden Fall meine Stufe hier bei Golf. Rosalina ist auf jeden Fall auf meinem Niveau hier. So wie ich es brauche. So wenigstens bin ich als letztes dran. Ich will einfach nur jetzt die ungefähr die Windrichtung jetzt sehen. Damit ich ungefähr einschätzen kann, was so das Gute ist. Ich mache einfach Rosalina nach, ist mir sowas dann egal. Als ob. Guck mal, guck mal. Als ob. Als ob die das alles so komplett auf ihrem Taschenrechner oder so berechnen hier alles, die Computer, Mann. Als ob. Ich hoffe es einfach. Wir haben gewonnen! Danke, Spiel! Danke! Danke, Mann! Endlich! Meine Güte! Bei Baseball, da gewinne ich direkt safe, da bin ich mir 100% sicher. Außer hier ist das ein bisschen anders gemacht. Ich weiß es nicht, werden wir jetzt herausfinden. Das war ja von Mario Party 8. Das ist halt so ein cooler. Ne, Mario Party 5. Hä? Achso! Okay, dann gab es das schon bei Mario Party 5. Fuck! Hier ist es ja anders! Okay, hier ist es ein bisschen. Ja, fuck. Hier ist es ein bisschen reflekt. Na, fuck! Hier ist es echt anders! Fuck! Mann, hier verkacke ich auch komplett! Nein! Mann, diese schnellen Bälle! Fuck! Komm, komm, let's go! Nein, fuck! Ich krieg das aber hin, Jungs. Wir haben schon mal wieder am meisten. Perfekt. Fuck! Ich kann mich, ich muss mich konzentrieren, Alter. Okay, wir haben 19 geschafft. Ich weiß nicht, was das Maximum ist. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem gut. Ich habe relativ am Anfang habe ich relativ reingeschissen. Hier ist das noch ein bisschen krasser als bei Mario Party 8, ne? Bei Mario Party 8 war das anders, aber das war ja, das wurde ja von Mario Party 5 ja scheinbar übernommen. Dann kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern, als ob das in Mario Party 5 schon gab. Draisinen-Wahnsinn. Gut. Ja gut, das ist ein Teamspiel.
Schnell drücken, beschleunigen. Ich muss einfach nur A drücken, glaube ich. 3, 2, 1, los! Klopp! Ah, da muss man echt aufpassen, dass man hier nicht aus der Bahn hier kommen. Wir sind, glaube ich, im Ziel. Gut. Das war aber relativ knapp. Also generell so mit dem 3DS kann ich einfach die Steuerung einfach nicht so ganz ab. Das ist dann eher mit dem Controller viel einfacher als mit dem 3DS. Muss man einfach auch zugeben. Ich glaube, wir sind jetzt ungefähr bei der Mitte angelangt. Aber Golf hat echt den Part schon ein bisschen länger gemacht, als der eigentlich sein sollte. Muss man echt zugeben. Na, vielleicht geht das jetzt hier alles noch ein bisschen schneller voran. Bis jetzt ging es eigentlich relativ schnell. Pinguinplage. Ja, das kann man auch. Da muss man einfach nur ausweichen. Ne? Ich weiß nicht mal, ob man überhaupt... Ich glaube, man durfte Pinguine berühren. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube schon, man durfte die berühren, aber man darf nicht von denen ins Wasser geschubst werden. Heißt, ihr müsst schon einen Weg hier finden, durch diese Dinger zu kommen. Alter Daisy, was ist mit dir falsch? Ja gut, wir haben gewonnen. War Daisy auf sehr stark oder so eingestellt oder auf normal? Ich weiß es nicht. Aber der hat sich relativ gut geschlagen sogar, wenn ich ehrlich sein darf. Wir sind Erster, meine Damen und Herren. Wieder ein paar Sterne auf unseren Nacken. Kratzende Kufen. Das war, glaube ich, so ein Spiel. Erhalten vorwärts, links und okay. Okay, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich komme jetzt komplett klar drauf. Ist einfach nur so ein Rennspiel. Ist eigentlich ganz cool, so Eisskaten. Nennt man das Eisskaten überhaupt? Bin ich sicher. Ich überhole die ja schon. Oder überrunde die, meine ich. Ich überrunde die Holzköpfe. Easy. Also ich habe die wenigstens überrundet. Keine Ahnung, ob das krass gut war, was ich hier gemacht habe. Aber es war okay. Ich glaube, es war einfach okay, aber wir sind Erster, von dem her passt das eigentlich. Kann man schon stolz sein auf sich. Wenn wir ehrlich sind. Katzenkufen geschafft. Der Bärbs. Siegbonus. Der Bärbs. Sprungchance. Daran kann ich mich auch nicht erinnern. Das ist auch einer von den GameCube-Teilen. Mach bei die 6, okay, macht Sinn. Habe ich nicht so oft gespielt. Dreh dich in der Luft auf deinem Skateboard. Okay, ich glaube, das wird einem gesagt, oder? Ah, okay. A, B, okay, wir müssen A, B, Y, X und so weiter. Ich hoffe, die machen es nicht. Okay, wobei Luigi hat es okay gemacht. Als ob! Ah, fuck. Okay, wir können es ein bisschen schneller. Ich wusste gar nicht, dass man das so in der Reihe machen muss. A, B, Y und so. Dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Dann schafft man das auf jeden Fall, die Erste zu werden. Wir haben ja zum Glück kein Leben verloren, von dem her ist das eigentlich kein Stress. Ich will aber trotzdem die 3 Sterne bekommen. Ist ja ganz klar. So. Sind wir als Erstes dran? Ja, wir sind direkt als Erstes dran. Mann! Okay, ich hab's. Wobei, ich hab 1260 hingekriegt. Ich hoffe, die kriegen nicht mehr hin. Als ob! Das ist echt nicht so leicht. Da muss man ja die Knöpfe richtig kacke drücken irgendwie.
Okay, ich mach das jetzt anders. Okay. Ich mach das jetzt anders, ohne Witz. Ich habe jetzt eine andere Strategie dafür. Das kriegen wir hin, meine Damen und Herren. Das kriegt man sowas von hin, diese Tricks. Okay, Waluigi ist auch sehr stark. Das heißt, wir müssen hier uns echt mega anstrengen. Okay, komm. Spiel. Wow! Wow! Ja, die Strategie hat geklappt, meine Damen und Herren. Let's go! 990, ich hoffe, Wario kriegt nicht so viel hin. Ich glaube, Waluigi war auch schwer, ne? Ne, sehr schwer. Oder sehr stark. Wow. Der hat aber auch über 2000 hingekriegt. Gut. Das ist eigentlich so nicht ganz einfach. Man muss das einfach so in einer Kreisbewegung machen. Ist ein bisschen einfacher. Sprungchance, step, bam, bams. Ja, nächstes kriegen wir jetzt hier noch unseren vermissten Stern. Danke. Eisstachellauf. Das ist von Mario Party 3, das kenne ich noch. Da muss man aufpassen. Einfach nur dem Stachipanzer ausweichen. Das ist ein geiles Spiel. Mochte ich auf jeden Fall komplett. Mochte ich wirklich komplett. Das ist ein geiles Spiel. Bams. Easy. Also ich habe hier keine Probleme. Ist auch ein reines Skillspiel und einfach ein cooles Spiel. Und nicht so Knüpfel, drücke die Knöpfe in der Reihenfolge. Wo man einfach nur die ganze Zeit so rotieren muss mit dem Finger. Einfach nur spammen. Einfach nur so eine Kreisbewegung aus, einfach, ja, machen. Lawinenschlawiner, was war das nochmal? Man konnte ja, glaube ich, selber formen, genau. Schnell B drücken. So, dann konnte ich, da konnte man doch so einen Riesenschneeball machen und das mache ich eigentlich immer. Den mache ich eigentlich immer. Weil, was wollen die Gegner machen? Und du bist geschützt. Jetzt verpiss dich, Alter. Komm her, Luigi, du Loser. Ich mache jetzt einen Riesenball für dich, du Wichser. Komm her. Boom, Alter. So ein Riesenschneeball, da können sie gar nichts machen. Das ist komplett unfair. Aber eigentlich war das Spiel gar nicht so cool. Es ist ein okayes Spiel. Es hätte hier nicht reingehört eigentlich. Wenn ich ehrlich bin, also so krass gut war es jetzt auch nicht. Aber komm, ein bisschen Abwechslung muss hier auch ein bisschen sein. Ich glaube, das haben die einfach nur wegen Abwechslung reingemacht. Nicht, weil es einfach so ein krasses Spiel war. Reifenrüpel. Ah, das kann ich noch von Mario Party 6 auf jeden Fall. 100% von Mario Party 6. Fuck. Das ist von Mario Party 5. Fuck. Okay, wusste ich gar nicht. Beschleunigen. Let's go. Euch kriege ich noch, ihr Wichser. Kommt her! Bam! Beide auf einmal. Sehr schön. Ist das echt von Mario Party 5? Mann, ich habe echt ein schlechtes Gedächtnis. Ja, zumindest was Minispiele angeht. Tut mir leid, habe ich echt ein sehr, sehr schlechtes Gedächtnis. Wobei eigentlich nicht mal so krass. Ich habe mich manchmal vertan, manchmal halt nicht. Naja, man kann ja auch nicht immer richtig liegen, finde ich zumindest. So, dann kommt das letzte Minispiel. Ein Bowser-Minispiel. Nice. Irgendwie bin ich gar nicht überrascht, dich hier zu sehen. Mut hast du ja. Aber für dieses Minispiel brauchst du mehr als nur Mut. Keine Rettung. Was muss ich denn hier machen? Gegen starke Gegner, okay. Was muss ich denn hier machen? Angezeigten Knopf drücken. Okay, drücke schnell die richtigen Knöpfe. Na gut, das ging ja. Das ging ja komplett. Das ging ja komplett. War ja übelst easy. Guck mal, sogar die Computer haben es halt geschafft. Von dem her, das war ja gar nicht schwierig. Das war komplett easy. Was wäre denn passiert, wenn ich den
Das war reines Glück, war es überhaupt nicht. Das war ja nicht reines Skill. Was, wenn ich eigentlich einen falschen Knopf gedrückt hätte, hätte ich dann irgendwie so eine Pause bekommen? Ich weiß es nicht. Aber jetzt halte ich mich nicht mehr zurück. Wirst schon sehen. Wieso kriege ich hier nur drei Mini-Sterne? Das war toll, Yoshi. Also, warum habe ich da nur drei Minispielsterne bekommen? Normalerweise bekommt man doch immer vier, wenn man gegen Bowser antritt, oder nicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall im nächsten Part geht es hier weiter, meine Damen und Herren. Morgens nichts mehr. Tschüss. Wobei, ich weiß nicht, ob ich das noch heute weiter aufnehme. Überlege ich noch, ob ich jetzt gleich weiter aufnehmen möchte oder nicht. Eigentlich kann man das Spiel noch zu Ende bringen, oder? Zumindest heute mache ich bestimmt noch. Aber nichtsdestotrotz, das war es erstmal für diesen Part. Morgens nichts mehr. Tschüss.